Projektversuch, dass wir mal die Predigt so ein bisschen moderner machen. So ein bisschen Hip-Hop. Ja? Und damit Sie eine Vorstellung kriegen, mache ich das jetzt mal. Okay? Also das wird ungefähr dann so laufen. Okay? Also müssen Sie sich denken, Hintergrundmusik, gell, irgend so, und dann steigt der Pfarrer halt ein, gell, und das ich erzähle euch die Geschichte heute von einem alten Knacker, ja, der hatte nicht zwei Söhne nur und einen großen Acker, nein, noch eine Menge Kohle hatte er, der reiche Macker. Doch da sagt der jüngste Vati, hey, ich will hier nichts verpassen, drum gib mir die Kohle her, ich will mein Erdteil jetzt verpassen, sagt der Bruder, ich an deiner Stelle würde das lieber lassen. Doch der Junge führt die Zunge ziemlich leicht und eher locker, Bruder, lass mal stecken, ich werde kein Beamter, sondern Rocker. Kurz darauf, und auf und auf und rein geht er erst ein und runter und als voll die Kohle weg war, fühlt sich wie ein alter Hund her. Er bereut und freut sich auf die Heimkehr zu seinem guten Alten und will künftig Vatis Schweine oder Ziegestall verwalten. Doch der Alte dort knallt, der emotionsgeladene Vater ist dahin und voll am Schmarten, voller Rührung durch die Führung seines Lebens. Also hat er gleich ein nächstes, aber fettes, gutes Maßgab lassen schlafen. Die laufen, diese Sachen, ich könnte mir die Haare raufen, sagt der Kleine, doch der feine Vati küsst ihm noch die Beine. Und der Große, der zieht Leine, der tut sich ganz alleine. Sagt der Vati, du mein Sohn, das eine musst du wirklich wissen, der sei ich für dich so aufgetan, ich hätte wissen müssen. Jetzt kommt die Moral der Geschichte. Diese Story, die ist heiß, doch jeder weiß, wo ein Christ ist, unterschätze nicht den Vater, weil der ganze große Mist ist. Ja, und dann so, Halleluja, okay, und dann das war's.